Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es wird wieder wärmer, es ist so schön. Ich sitze hier in so einem Halb-T-Shirt oder wie man das nennt. Auf jeden Fall gibt es heute eine Rezension von mir und zwar zu einem ganz besonderen Buch. Und zwar zu Dream Again von Mona Kasten. Ich habe das Buch vom Lux Verlag bekommen, also vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der Rezension. In diesem Buch geht es um Jude und Blake und ja, die beiden, die kennen sich schon von früher, weil sie mal ein Pärchen waren. Und ja, June hat aber dann Schluss gemacht und ja, Blake konnte ihr das leider nie verzeihen. Nur jetzt stehen wir vor dem Problem, dass ja, Jude quasi ihre Träume hinter sich gelassen hat und zu ihrem Bruder nach Woods Hill zieht. Ja, das Problem ist, dass ihr Bruder mit Blake zusammen wohnt, der immer noch ziemlich pissig auf Jude ist. Ja, und die beiden treffen sich wieder. Ja, das ist so die Zusammenfassung der Geschichte. Ja, die beiden treffen sich wieder und natürlich funkt es. Beziehungsweise Blake ist schon echt fies zu ihr, beziehungsweise er macht ihr richtig klar, verständlich, dass er absolut nichts mit ihr zu tun haben möchte. Und mir hat das Buch unglaublich gut gefallen. Also ich glaube, von allen ist es ja mit dem zweiten Band auf jeden Fall auf Platz 1 oder es ist so Platz 2, Platz 1. Also irgendwie so. Ich fand Blake und Jude unglaublich toll. Was mir richtig gut an der Geschichte gefallen hat, war, dass wir hier mal ein bisschen was anderes haben, nämlich nicht dieses typische zwei Personen lernen sich kennen, sondern die beiden kennen sich schon, weil sie eine gemeinsame Vergangenheit haben, weil Jude Schluss gemacht hat. Hier hat auch mal die Dame Schluss gemacht und nicht der Kerl hat ihr das Herz gebrochen, sondern sie hat ihm das Herz gebrochen und das war schon so ein Aspekt, der hat mir unglaublich gut gefallen, einfach weil es ja mal ein bisschen anders ist. Es weicht mal so von diesem Typischen ab. Also ich habe nichts gegen das Typische, aber es ist halt auch sehr erfrischend, wenn man mal eine Geschichte hat, wo das ein bisschen abweicht und das war hier einfach so und das fand ich toll. Ich fand Jude als Protagonistin richtig cool, ich mochte sie gerne. Ich konnte ihre Gefühle nachvollziehen, ich konnte ihre Ängste verstehen und ja, Blake ist toll. Also Blake ist wirklich richtig toll. Also für mich so Spencer und Blake, die gehören schon echt auf ein Treppchen. Ich finde Blake unglaublich. Natürlich, er hat so seine eiskalte Fassade, aber ja, man kann sich denken, dass das alles nur Fassade ist und nicht wirklich echt ist. Und ja, Blake hat einen unglaublich guten Kern und wenn er den zeigt, ist er einfach so toll. Und ach ja, ich fand Blake und Jude richtig klasse, wirklich. Die haben mir als Pärchen richtig gut gefallen. Ich finde, die haben einfach total miteinander harmonisiert und die haben so gut zusammengepasst. Und es waren halt auch so ein paar Kapitel, da hat man was heißt ein paar Kapitel, ein paar Absätze oder so ein paar Passagen. Da hat man aus der früheren Perspektive gelesen, also das, was ein paar Jahre vorher war oder was ein, zwei Jahre vorher war. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall, wo die beiden sich halt kennengelernt haben oder sich angenähert haben. Und das war auch so süß. Die beiden, die sind einfach toll. Und man hat die ganze Zeit im ganzen Buch einfach nur mitgefiebert, dass sie endlich irgendwie wieder zusammenfinden. Ja, und dann Blake bricht einem immer wieder das Herz und jedes Mal versucht man aber immer wieder nochmal neue Hoffnung zu schöpfen und sich so zu denken, oh mein Gott, die beiden schaffen das, die beiden schaffen das, die müssen einfach zusammenkommen. Und ja, also ich fand Blake und Jude einfach unglaublich. Ich fand, die waren ein richtig starkes Pärchen. Die haben mir total gut gefallen. Ich mochte eigentlich den ganzen Verlauf der Geschichte. Ich mochte auch, dass Jude dann in diese WG eingezogen ist. Das ist zwar so wieder so dieses typische und klischeehafte, dass die dann beide in einer WG wohnen, aber ich fand das cool. Ich mag das. Also ich persönlich mag solche Geschichten unglaublich gerne und deswegen mochte ich das auch hier total gerne. Und es hat für mich einfach richtig gut gepasst und auch die ganzen Gefühle, die Jude beschrieben hat. Und ja, es war einfach wieder richtig toll. Und ich muss sagen, mir ist was in diesem Buch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das einfach nur an mir liegt oder ob es wirklich so war. Ich habe das Gefühl, dass dieses Buch sich noch auf eine andere Art und Weise ein bisschen abgehoben hat. Nämlich, ich fand, es war teilweise
gefühlvoller bzw. emotionaler geschrieben. Es war teilweise, ich fand es wirklich sehr emotional an manchen Stellen. Und also klar, die Again-Reihe ist eine super tolle Reihe und Emotionen spielen da auch eine Rolle, aber nicht, dass es einen so richtig, richtig dolle berührt. Also es klingt jetzt falsch, klar berührt einen das, aber ihr wisst, was ich meine. So. Und hier waren echt so ein paar Stellen, wo man so schlucken musste und sich so gedacht hat, oh nein. Bitte nicht, bitte nicht. Und ja, das ist mir in diesem Band besonders doll aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier besonders doll war oder ob es mir nur aufgefallen ist oder was auch immer. Auf jeden Fall hat es mir so gut gefallen. Und das Krasse ist, ich habe parallel zu Dream Again halt noch ein anderes New Adult Buch gelesen, was mir halt so überhaupt nicht gefallen hat. Und man hat einfach die Unterschiede gesehen. Und ja, ich finde, hier ist das Niveau echt richtig gut. Der Schreibstil, ich glaube, da muss ich gar nicht von anfangen, weil das ist halt, oh Gott, ich spiele schon wieder mit meinem Fuß an der Kamera rum. Das ist halt Mona Kasten. Da gibt es nicht viel zum Schreibstil zu sagen. Mona kann einfach schreiben. Die schreibt locker leichte Geschichten. Die kann einem das Herz brechen. Sie kann es aber auch wieder zusammensetzen. Und ja, also das Buch war rundum perfekt. Ich muss sagen, ich war am Ende des Buches ein bisschen traurig. Was aber nicht an der Geschichte lag, sondern einfach daran, dass ich mir so gedacht habe, was? Das soll jetzt das Ende sein? Von der Again-Reihe von Urzill. Ich will sogar keinen Abschied nehmen, weil irgendwie so, ja, diese Reihe, die ist einem so richtig ans Herz gewachsen. Es ist so, ja, wie alle immer sagen, es ist so ein bisschen wie nach Hause kommen. Es ist einfach eine absolute Wohlfühlreihe. Und ja, ich begleite die Charaktere jetzt schon die ganze Zeit über, seitdem die Reihe gestartet ist. Ich glaube, die Reihe hat angefangen. Da habe ich ungefähr auch mit YouTube angefangen. Ich habe ja damals auch wegen Mona angefangen. Und es war einfach so traurig, als es vorbei war. Man hat sich so gedacht, oh nein, schade. Also ich glaube, ich könnte noch, weiß ich nicht, hunderte oder was weiß ich, wie viele Again-Bücher immer mit neuen Pärchen lesen. Das würde mir so überhaupt nichts ausmachen oder so ein Zusatzband so danach, wie es danach mit den Pärchen weitergeht. Ich finde es einfach klasse. Man fühlt sich wohl in der kleinen Stadt. Was auch unglaublich toll an diesem Buch war, war natürlich, dass die Charaktere aus den anderen Again-Büchern auch hier wieder vorgekommen sind. Und es ist einfach so toll zu sehen, wie dann diese Leute zusammen agieren und so. Man hat die Geschichte von denen, die da so schon als selbstbewusstes Paar auftreten, hat man auch von Anfang an verfolgt. Und ja, das war einfach unglaublich toll und ich bin ganz verliebt in dieses Buch. Das Buch hat von mir definitiv 5 Sterne bekommen, weil ich es unglaublich toll fand. Und das soll es auch schon gewesen sein von meiner Rezension / Schwärmerei für die Again-Reihe. Ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Auch eine super Reihe für Anfänger in diesem Genre. Und ja, das soll es gewesen sein mit meinem Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Again-Reihe kennt oder ob ihr vielleicht noch vorhabt, sie zu lesen, weil ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!